das ist der Stoff einer neuen Komödie, der da heißt Männerfrei. Und darüber spreche ich gleich mit zwei Hauptdarstellern. Ich dachte, wir machen uns eine schöne Zeit. Wir drei Freundinnen hier im Restaurant. Es tut mir auch voll leid. Das war wirklich nicht geplant. Aber gestern hat er angerufen, dass er mich spontan besuchen kommt. Er? Hast du gerade er gesagt? Wer ist er? Nur damit es jetzt hier kein Missverständnis gibt, ist der Kerl da draußen mit der Schirmmütze, dem Hawaii-Hemd und der Sonnenbrille, der gerade ziemlich nervös etwas in sein Handy tippt und der vergeblich versucht, sich hinter einer Palme zu verstecken. Ist das denn Mr. Reid? Ja, habe ich dir doch gerade erklärt. Erzähl du mir mal lieber, von was für ein Mani du sprichst. Rosi, du glaubst nicht, wer mir so mit meiner WhatsApp-Nachricht geschickt hat. Mani! Dieser Mistkerl! Aber was für ein Mani? Mein Mani. Dein Mani? Ihr Mani. Ihr Mann heißt Mani? Mani ist dein Mann? Mani war mein Mann. Denn wenn ich ihn jetzt zwischen die Finger bekomme, dann werde ich ihn mit bloßen Händen. Hör! Rosi! Rosi! Was machst du hier? Ich bin hier in den Ferien. Und du? Ich war zufällig in der Gegend. 5000 Kilometer von zu Hause entfernt? In Unterhosen? Mist. Ich wusste doch, ich habe irgendwas vergessen. Ja, aber ich dachte, du bist mit Gabel und mit dieser anderen Freundin in den Ferien. Bin ich ja. Ist sie ja. Aber das ist im Moment dein kleinstes Problem. Wieso? Weil Gabi mir erzählt hat, dass du eine Geliebte hast und mit ihr in die Ferien geflogen bist. Deshalb. Moment mal. Willst du damit sagen, dass Gabi auch hier ist? Oh, hatte ich das noch gar nicht erwähnt? Jetzt hat er die Hosen wieder an. Herzlich willkommen im Studio 2. Ja, schönen guten Abend. Demisch. Hallo. Und Erich Fuhrer. Hallo, ihr Lieben. Hallo, guten Abend. Du spielst nicht nur, nein, du hast das Stück auch geschrieben. Und inszeniert. Und inszeniert, du Tausendsasser. Habe ich mir da nicht so viel zugemutet. Wie bist du auf diesen Stoff gekommen? Ja, das ist immer so eine Sache. Ich sage mal so, es ist eine Inspiration. Also ich habe gedacht, was könnte man machen mit drei Frauen? Weil es gibt noch nicht so vieles und ich kann das eigentlich gar nicht genau erklären. Es kam einfach wie ein Geschenk von oben, sagen wir es mal so. Und was denkst du dir, wenn er mir auf solche Ideen kommt? Ich fand es wunderbar. Ich habe es gelesen und ich habe mich so gefreut, dass es ein Bühnenstück gibt für drei Frauen, drei wunderbare Rollen. Susanna Hirschler ist dabei, Daniela Wassileva ist dabei und ich. Und wir haben ihn natürlich auch dabei, er kommt dann auch noch dazu. Das ist ja eben diese Turbulenz und man hat jetzt den Ausschnitt gesehen, das war eine Trockenprobe. Ja. Wir hatten lieben Besuch vom ORF zur Probe und wir merken, das Publikum, also das lacht von Anfang bis Ende durch. Wir haben so eine Freude damit, weil die so einen Spaß haben und wir dürfen es noch bis 9. November spielen. Davon träumt man ja, wenn man es schreibt. Gell? Das ist ein sehr trockener Prozess. Stellt man sich dann schon die Lacher vor, wenn man es schreibt und wünscht sich das dann an den Stellen auch wirklich? Du stellst jetzt vielleicht nicht die Lacher vor, sondern auch das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil das größte Mysterium ist, oder die größte Frage, die man tatsächlich stellt, ist, hoffentlich finden die das lustig. Aber es ist immer der erste Moment. Wenn man es am Anfang selber lustig findet, dann ist es gut. Und dann fängt man an zu zweifeln, ja, und so weiter. Aber dann komme ich ins Spiel, dann darf ich es lesen. Ah ja, okay. Und ich muss sagen, wenn ich ein Stück lese und ich muss laut lachen beim Lesen, ja, dann weiß ich, die Pointen funktionieren. Ja, ist dann für dich natürlich auch ein schöner Lohn, nicht? Wenn du dann hörst, das funktioniert. Ja, das stimmt. Ja, definitiv. Aber es ist auch eine strenge Leserin, die Gabriela, und sie hat mir viel geholfen, weil natürlich, wenn du ein Mann bist und du schreibst Frauenrollen, dann ist das ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen eine halbmännliche Sicht noch dabei. Und das ist also sehr wichtig, dass sie auch dramaturgisch das nochmal richtig gut ausarbeitet, überarbeitet, sodass das dann richtig knackig ist. Wie ist er denn, wenn er schreibt? Soll man ihn in Ruhe lassen? Darf man ihn zwischendurch ein bisschen ansprechen? Wie ist das? Man darf ihn ruhig einkaufen schicken. Ja. Nein, er ist das sehr unkompliziert, der Erich, und es ist großartig, weil er schreibt überall. Ja. Er schreibt am Handy, im Flieger, er schreibt im Schlafzimmer, er schreibt im Wohnzimmer, er schreibt im Garten, er schreibt am Computer, er schreibt da, wo er ist und schreibt und schreibt. Und irgendwann ist es fertig. Du hast immer Stift und Zettel bei dir? Nein, tatsächlich so, dass ich wirklich sehr viel im Handy, ich habe da das Word, darf man das überhaupt sagen? Ja, genau. Und da schreibe ich, wenn ich Zeit habe. Also es ist nicht so, dass ich jetzt von morgens um 7 bis abends um 5 und dann so wie Heinrich Heine oder Thomas Mann, glaube ich, der schrieb ganz, ich schreibe immer dann, wenn ich Zeit habe. Okay, jetzt habe ich das schon richtig mitgekriegt. Also du spielst einen Mann, der mit zweien von den drei Damen ein
eine nähere Bekanntschaft hat, ja, ein Verhältnis hat, nur mit dir nicht, oder? Nein, nein, also es ist ja die Geschichte von drei Freundinnen, die einen Urlaub miteinander machen und sich das Versprechen abnehmen, keine Männerbekanntschaften, ja, und keine Flirts im Damenurlaub. Und das funktioniert natürlich nicht, weil am ersten Abend unsere jüngste Freundin uns schon erklärt, dass sie Herrenbesuch bekommt. Und der kommt eben in das Ressort, wo wir auf Urlaub sind. Und der Bungalow, den sie gebucht haben, ist doppelt gebucht. Das heißt, sie müssen bei uns übernachten. Das heißt, das gibt schon mal die ersten Komplikationen. Und dann erfahre ich als Erste, dass dieser erwartete Lover unserer Freundin, der Ehemann ist meiner besten Freundin, die auch mit in den Ferien ist. Und dann geht die Turbulenz los. Und das ist aber eher ungeschickt getimt, ja, oder? Ungeschickt getimt, aber es geht sich gut aus, bis dann am Schluss noch ein Mann vor der Tür steht. Oh, oh, oh. Ja, und natürlich, also die beiden Frauen, die eine, wie gesagt, ist meine Liebhaberin, ja, aber es ist alles noch ein bisschen in der Schwebe, also ein bisschen jungfräulich alles, ja. Eine gewisse Romantik auch und so. Und es geht gut aus? Es geht gut aus. Ja, es gibt ein Happy End. Es schreit fast nach einem zweiten Teil, müsste man sagen, weil wie gesagt, okay, am Schluss steht noch ein Mann. Und wir freuen uns immer, wenn wir bis zum Schluss durchspielen können, weil das Publikum so lacht, ja, dass wir manchmal im zweiten Teil sogar eine Pause machen müssen, ganz kurz, bis die sich wieder ein bisschen beruhigt haben, weil die Situationen so skurril sind. Wie ist denn das bei euch privat, so Damenurlaub, also haben wir so ohne Männer jemals gemacht? Nein. Nicht? Nein, also auch nicht, bevor ich Erich kennengelernt habe und wir geheiratet haben. Nein, es war nicht so mein Wunsch. Ich verreise sehr gerne mit meinem Mann und ich genieße das, wenn wir die Zeit miteinander haben. Ja, ich habe mal einen Fußballabend, ja, aber mehr liegt auch nicht drin. Also Männerurlaub, so der klassische... ja, aber also ich war jetzt auch nie so der Typ, der jetzt gesagt hat, ich gehe jetzt Fahrrad fahren, am Schluss war ich in Thailand. Also ja, das gibt's auch. Nein, wir gehen meistens zusammen in die Ferien und dann haben wir noch unseren Hund dabei und natürlich ihre Eltern. Ja. Und so. Wir also wirklich Großfamilie. Ja, 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 ja. Solange das, ja, möglich ist. Italienisch schon. Ja, aber das ist auch Griechisch, fast so kompliziert, ja, wie das Stück manchmal. Weil meine Mutter ist griechischer Herkunft. Also wir haben so ein bisschen so eine griechische Großfamiliensituation. Und ich bin sehr stolz drauf und es freut mich auch. Weil solange das möglich ist, ist das herrlich. Eine schöne Geschichte, definitiv. Jetzt verbringt ihr die Urlaube miteinander, das Privatleben miteinander und das Berufsleben auch noch miteinander. Mhm. Kommt da, ich meine, ich frage jetzt ein bisschen frech natürlich nach und bohre, aber kommst du da dann zwischendurch auch zu Situationen, die nicht so toll sind, wie du hast mir gar nichts zu sagen als Regisseur, weil ich bin mit dir verheiratet, oder wie ist das? Ja, nur das Argument des Verheiratetsein setze ich eigentlich nicht ein. Okay. Ganz selten. Nein, das eigentlich nicht. Aber natürlich gibt es das. Und natürlich gibt es Diskussionen. Die man auch lebendig nach Hause mitnimmt wahrscheinlich, ja, ein bisschen, oder? Ja, in, ja, unserem Fall schon. Weil wir zu Hause auch weiter darüber nachdenken oder versuchen, was zu verbessern oder noch überlegen. Dadurch, dass wir das immer produzieren, was wir machen, ist das natürlich ein Prozess, der von Anfang bis Ende durchgeht. Die Regierolle, die wechselt dann im Theater, bin ich. Und dann, ja, geht's so langsam ins, also sagen wir schon, wenn die Probe fertig ist, dann wechselt das schon. Und zu Hause bin ich dann, also Statist schon, nein, natürlich Hauptdarsteller, ist ja klar. Ein Erfolgsrezept auf jeden Fall. Es funktioniert, ja, die Ehe ist intakt, die wirkt auf mich auch wirklich so, es würde alles eitle Wonne sein. Es ist auf jeden Fall immer sehr lebendig bei uns zu Hause. Und sehr wir schön. Freuen uns natürlich jetzt noch bis 9. November zu spielen in der Komödie am Quai. Ja, damit Sie genug Zeit haben, dorthin zu kommen. Es ist ein großer Erfolg, haben wir gerade gehört, es wird, ja, viel gelacht. Wir sagen auch danke, dass Sie bohren, dass wir zu Gast sein dürfen. Und es kann nicht genug gelacht werden in Zeiten wie diesen. Ja. Ich sage Dankeschön für den Besuch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Weiterhin viel Erfolg, ihr zwei, und ich freue mich auf das nächste Stück, das sicherlich auch schon in Planung ist. Teil 2. Sie ist schon fertig. Na bitte! Wahnsinn, wie fleißig.